Hallo, willkommen zurück bei Bioshock. Vielleicht der letzte Part. Ich glaube, noch nicht ganz. Weil der nächste wird auf jeden Fall der letzte. So. Bandagen, Bandagen, Bandagen. So. Und weiter geht's. Ah, shit, nicht schon wieder. Durchhalten, Vater. Nicht aufgeben jetzt. Der ist ja echt tot. Der auch. Jo. Warum sind da alle tot? Ich begreif's nicht. Wach auf! Warum wachst du nicht auf? Weil er tot ist. Ich hab's auch schon probiert. Ehrlich. Oh shit, da liegt eine Leiche. Passiert. Da liegen nur Leichen. Der scheiß Houdini-Spleiß hat sie alle umgebracht. Ich werde nicht. Ich hab was noch hier nicht zu tun. Ja, und warum tust du mir dann was? Ja, das nennt sich destruktives Lernen. Dann kommst du halt mit, wenn wir dich nicht klein kriegen. Okay. Das ist eine Alpha. Wow, 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 wow. Shit, Alpha-Serie, nein. Tot. Und du auch noch. So. Und hier können wir jetzt eine... Oh, lass mich durch, blöder Houdini. So, hier können wir jetzt eine Abkürzung aufmachen. Die Mädchen erinnern sich an dich. Wir alle tun es. Oh, hier sind auch Splicer draußen. Nicht mich anzünden. Versuch nur, mich von meinen Schwestern fernzuhalten. Okay, tot. Bitte. Wer ist jetzt dran? Okay. Einfach als ich dachte hier. Und bei uns läuft wer an der Tür. Ich hoffe, das hört ihr jetzt nicht. Ich glaube aber nicht. So, was haben wir hier noch? Ach, der Arme. Glaubt ihr, der ist böse? Oh, ein Geschütz. Mach's fertig. Okay. So. Okay, ich glaube, ich bin ziemlich langsam. Sorry, das wird nicht der letzte Part. Vielleicht auch nicht der vorletzte. Oh, eine Türentriegelung. Mach ich gleich. Dann sehen wir ja, ob die Bösen sind oder nicht. So, hier ist noch eine Türsteuerung. Okay. Da kann ich nur durchs Fenster rein. Und hier ist noch die Typo und eine Waffen-Upgrade-Station. So. Das ist die letzte Upgrade-Station. Also überlegt euch gut. Ihr könnt nicht alles, also 5 Upgrades bleiben übrig. Wartet kurz. 5 Upgrades bleiben übrig, also überlegt euch immer gut, was ihr upgradet. Ich nehme jetzt... was nehme ich denn? Streubombengranate. Zusätzliche Munition wird jeden Schuss hinzugefügt, sodass sekundäre Explosionen im weiten Umkreis ausgelöst werden. Perfekt, um so richtig aufzuräumen. Das nehme ich mal. So. Und ich sollte jetzt eigentlich einen Erfolg bekommen, dass ich alle Waffen-Upgrade-Stationen gefunden habe. Oder habe ich das schon mal geschafft? Bin jetzt nicht sicher. Na, ist egal, vielleicht habe ich auch einen verpasst, aber ich glaube ja nicht. Ist egal. So. Ich schätze, ich habe mich in Dr. Lam getäuscht. Sie hat mir erklärt, wie mein Bedürfnis nach Kontrolle mich von innen heraus auffrisst.
Wir haben alle diese Zwischenfälle in meinem Logbuch gefunden, wo ich es Häftlingen leicht gemacht habe, mich anzugreifen, damit ich sie hinterher brutal bestrafen konnte. Großer Gott! Aber ich glaube, ich kann dich hier unten nützlich machen. Jetzt, wo ich bei der Familie bin. Wir haben eine Chance, das verdammte Chaos zu überleben, das da oben herrscht. Vielleicht können wir sogar die Stadt zurückerobern. Mhm, er wollte einen Aufstand machen oder so. Okay, ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob ich da die andere Waffen-Upgrade-Station in dieser Welt überhaupt jetzt benutzt habe. Die war da in der Kammer, wo Sinclair ja drin war. Ich gehe nochmal schnell zurück. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Tür überhaupt noch offen ist. Dahin müsste aber eigentlich so sein. Okay, wir sehen uns gleich wieder an dieser Stelle oder bei der Waffen-Upgrade-Station. Also tschüss. Ich glaub's nicht. Ich habe echt vergessen, da die Waffen-Upgrade-Station zu verwenden, okay. Erhöhte Harpunen-Zoom brauche ich, wie gesagt, nicht. Da kommen Elektroschocks. Ich nehme Hits-Upgrade für die Nietenpistole. So, jetzt, ja, jetzt habe ich alle Waffen-Upgrades. So, okay, ich gehe wieder da zurück, wo ich schon vorhin war. Also, bis gleich. Gut, wieder am Ort des Verbrechens von vorhin. Und jetzt werden wir ja gleich sehen, ob die böse oder gut sind oder irgendwas. Denn wir lassen sie frei, weil wir lebensmüde sind und sie sind überhaupt nicht gut. Also keine Ahnung, warum ich das gerade gemerkt habe, aber es ist ja lustig, oder? Ihr seht jetzt, durch das Hitze-Upgrade können die auch manchmal Feuer fangen, wenn sie abgeschossen werden. Ängstlich gestorben. Das wird dir auch passieren, wenn du uns im Weg stehst. Okay. Ah, wir können noch nachschauen, was die so in der Zelle hatten. Splittergranaten und alles mögliche. Cool. Cool, cool, cool. Was? Warum kann ich Splittergranaten nicht aufheben? Komisch. Okay. Wir haben suchende Raketen, haben wir auch voll. Hektarschlumbe. So. It's dark here. It's very dark here. And I don't know. Okay, da ist eine Wand. Weg da! So. Also, wir gehen jetzt auf, rauf. Eins mit I. Sich irgendwie pervers an. So. Also, wir gehen gleich in den Untersuchungsraum, in die Chirurgie. Oh nein. Erinnert mich an Dr. Steinman irgendwie. You're too slow. So. Dachte ich, Eleanor singt, aber es ist ein Splicer. Okay, da hinten erwartet sie uns noch nicht. Oder doch. Schätze, sie hat uns gesehen und hier sind wunderschöne Röntgenaufnahmen. Da ist schon wieder eine Überwachungskamera. Warum ist die Chirurgie so gut bewacht? So. Ein Plasmidwechsel. Okay. Ah, hier ist noch die Tagebuch. Röntgen. Oh mein Gott, ist das ein Tumor? Nee, ich mach keinen Spaß. Was ist das, Vater? Bringst du ihnen was herbei? So, okay. Nun, wenn du. Sie spielen Schmerz. Heute konnte eines der Mädchen an einer Schwester vorbeigelangen und ist von der Brüstung in die Lobby gestürzt. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich das Leben nehmen oder nur entkommen wollte. Wie auch immer, in der Zeit, die ich benötigte, um ins Erdgeschoss zu kommen, wo es lag, waren seine gebrochenen Beine vollständig verheilt. Ohne eine ordentliche Ausrichtung waren die Knochen aber in unnatürlichen Winkeln miteinander verwachsen. Wir mussten jeden einzelnen ein Dutzend Mal erneut brechen und einrichten. So schnell verheilte alles. Diese Kinder mögen unsterblich sein.
aber ich kann bestätigen, dass sie Schmerzen empfinden. Ich werde Lamp empfehlen, die Dosis der Beruhigungsmittel zu erhöhen, damit so etwas nicht mehr vorkommt. Oh mein Gott. Also, sie spüren Schmerz. Oh mein Gott. Hätte ich mir nicht gedacht, bei dem Titel des Audio-Tagebuches. Irgendwie könnte man aus dieser Szene einen Bildschirmschoner machen. Oder ein animiertes Bild. Ah. Gut, dass ich unsichtbar war. Und was ist mit dir? Randy, hey! Randy, der Vater von Stan, Randy Ma. Also Randy, wir müssen die Kinder retten. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Schon wieder einer, der weint. Könnte Randy sein. Nur Freunde? Autsch. So, das müsste reichen. Er lebt noch und er fühlt sich auf. Jetzt hat er sich hingelegt. Das sind ja Elite Boots, Bleiser, cool. Voll stark! So, okay, wir haben genug Splittergranaten verschwendet. Jetzt ist wieder Schrot an der Reihe. Okay. Ah, da komme ich nach unten in den Raum, wo ich vorher schon drin war. So, das hack ich mal. Und wupp, so. Gut. Hier ist noch eine Genbank, ein Munitionsautomat. Perfekt. Hier fliegt eine Leiche rum. Aha. Ja, warum kann ich dich nicht aufheben? So, Autoeckpfeil und ich will das Geld. Hallo? Okay, dann nicht. Ich brauche dein dreckiges Geld nicht. Okay, da muss ich rein. Warte mal. Okay, ich dachte, da wäre noch eine Tür. Gut, dann gehe ich rein und das nächste Mal befreien wir die Kinder. Ich brauche wahrscheinlich doch noch zwei Parts für das Level. Oh, die liegen alle so komisch da. Richtig lustig und niedlich. Und den Kühlschrank gestopft. Oh. Schmerzlinderung. Als Lamp mich beauftragte, in Sachen Schmerzlinderung zu forschen, neigte ich zuerst dazu, die entsprechenden Reizleitungen zu blockieren. Die ersten Ergebnisse waren auch ermutigend. Bis einige der Kinder anfingen, aus Unachtsamkeit auf ihren eigenen Zungen herumzukauen. Ich muss sie von den anderen trennen, damit es keine Irritationen gibt. Okay, ging wohl nicht. So wie geplant. Fliegen. Ich hasse dieses Geräusch. Okay, ich verstecke mich in der Ecke und weine, weil ich nicht weiß, was ich mit meinem Leben noch anfangen soll. Und dann geht's das nächste Mal weiter. Tschüss!